Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 152 von Avorion. Ja, wir schauen gleich hier nach einem Brief, der gerade reingekommen ist. Ich bin Richtung Zentrum weitergeflogen und dann ist irgendwann diese Mail da oben aufgegangen. Die lesen wir gleich, wenn ich nach dem Intro umgeschaltet habe. Bis gleich. So, das soll so sein, dass da das eigentlich eine Spam-Mail ist, ist aber wohl keine. Und da steht drin, dass die Hallo-Galaxie-Bewohner, ich habe beunruhigende Nachrichten, die ich mit euch teilen muss. Wir müssen die Galaxie retten. Ich bin ein ehemaliger Mitglied der MAD-Vereinigung und sie versuchen, die Galaxie unter ihre Kontrolle zu bringen. Wir müssen sie aufhalten. Sie führen fürchterliche Experimente in allen Lebensformen durch, um ein Superwesen herzustellen, das jede Lebenswesen in der Galaxie zerstören kann. Sie verwenden Zotan-Technologie, um Massenvernichtungswaffen herzustellen. Ja, alle müssen jetzt handeln. Hilf uns, die Galaxie beschützen, zerstöre alle Forschungssatelliten der MAD-Vereinigung. Das ist jetzt die Sache. Wir müssen jetzt Dingens, Satelliten finden, ne? Okay, dann würde ich sagen, ist das wahrscheinlich eine Aufgabe, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir da uns dran beteiligen sollten, ne? Also ich bin zum Zentrum weitergeflogen. Wir können ja mal gerade schauen, dass ich hier schaue. Wir haben auf jeden Fall Trinium hier schon. Auch als Metall bzw. als Erz. Und wir müssten jetzt noch weiter zum Zentrum hin. Ich würde jetzt mal diesen Sektor hier nebenan anfliegen, um zu schauen, ob es da vielleicht ein Sprungtor gibt oder sowas. Das ist das, was ich jetzt gerade so ein bisschen suche, dass ich ein Sprungtor kriege, was ein bisschen größere Schritte macht, weil die kleinen Schritte, die dauern ewig, ne? Und da müssen wir mal gucken, dass wir was finden. Hier ist zum Beispiel keins, ne? So, gucken wir mal gerade hier, da geht's lang. Fliegen wir durch das Tor durch. Es ist ziemlich schwierig, das jetzt hier alles so zu schaffen, ne? Aber warte mal, wir haben ja gar nicht hier geguckt. Rückschritt ist aus, ja. Ne, N wollten wir drücken, aber wir sind sowieso in einem Bereich, wo mit einer neutralen Fraktion sind und da können wir jetzt nicht so ganz so viel machen, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Jetzt, achso, ich muss hier drauf klicken, um das angezeigt zu kriegen. So, jetzt fliegt er da automatisch hin. Schau mal, wie es da weitergeht. Da ist das Tor wohl. Fliegen wir da mal durch, ne? Ja, wir sind viel zu schwach, sehe ich gerade. Da sollten wir auch dran arbeiten. Da oben blinkt ja unser tolles Dreieck, welches uns da sagt, dass wir hier zu schwach sind. Da müssen wir also auch gleich mal gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass wir da weiterkommen, ne? Okay, dahinter befindet sich ein roter Planet. Sehr interessant. Schauen wir mal. Ah, das Bildschirm dauert sehr lange diesmal. Wahrscheinlich wegen dem roten Planeten. Da kommen gleich lauter Aliens. Oder grüne Männchen, ne? Okay. Sprung erfolgreich. Oh, der sieht aber cool aus, ne? Wir können ja mal gerade schauen, ob wir noch was einbauen können, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Was haben wir denn hier? Verteidigungslaser. Hüllenreparatur? Ne, das wollen wir nicht. Verteidigungslaser. Hier, der ist doch gut, oder? Kriegen wir den dann noch reingesetzt? Nicht genug Slots für besondere Geschütztürme. Okay, das würde bedeuten, wir müssen erst Slots haben. Aber doch, ist sogar einer frei. Dann können wir noch was mit Geschützturm machen. Ich glaube, der rote hier, ne? Unbewaffnete. Beliebige Geschütztürme. 3 dazu. Und fest installieren.
und passt, oder? Jetzt können wir die Bumme auch nutzen. Okay, jetzt ist aber immer noch da oben. Ja, vielleicht liegt es daran, dass wir jetzt nicht genug Kanoniere haben. Besatzung ist gerade auch alle. Das bedeutet, wir müssen mal gerade irgendwo hin. Baumodus raus. Da ist eine Werft. Fliegen wir die Werft an, oder? Also ich muss das erst anklicken und dann fliegt er da rein. Okay. Ist das dann ein Asteroid zum Einnehmen? Tatsächlich. Okay, dann werde ich mich gerade erst um den Asteroiden kümmern, um der Fraktion, die wir hier haben, vielleicht wohlgesonnener zu werden. Das ist ja nicht verkehrt, ne? Also, okay, dahinter ist er erst. Da wird Grünes drin, ne? Dann kann ich den nicht einnehmen, kann das sein? Ne, ich glaube, dann kann man den nicht einnehmen. Oder? Doch, interagieren. Geht das doch? Geht wohl doch. Ja, 8000. Verkaufen wir mal ganz einfach, ne? Ne, P war's. Okay, das dauert noch ein bisschen, aber das sollte auch erreichbar sein. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier rauskommen, ohne irgendwo anzuditschen. Wahrscheinlich noch da, ne? Ja. Okay, hier ist reichlich Material natürlich zum Abbauen, aber ich will ja noch Xanonit haben, ne? Ne, Xanion heißt es. Und wir brauchen noch einen von den Dingens hier. Piraten greifen den Sektor an. Okay, da dürfen wir niemand in die Quere kommen. Weil da sind wir gerade noch zu schwach für. Da hinten sind sie. Puh, handeln. Kanoniere gibt es leider nicht. Das heißt, wir nehmen da mal 5 von mit. Oder? Ne, das sind Piloten, ne? Ne, Bergleute sind das. Okay. Anheuern. Und jetzt haben wir noch nicht mal genug Kraft, nicht genug Platz. Okay, das bedeutet, wir müssen in den Baumodus. Und dann... Ja, Dingens haben wir wahrscheinlich hier Quartiere, ne? Ja. Wo bauen wir denn hier jetzt noch Quartiere hin? Da sind schon welche. Störung. C, Steuerung V. Zack. Crew ist hier 24 von 25. Ich glaube, jetzt reicht's, oder? Ja. Hier rein und da rein und 100%. Läuft wieder. Moral, die sollte gleich wieder besser werden. Ein Schiff in dieser Sektor, sonst hier fortschrittlich Blöcke bauen. Okay. Da wieder raus, da raus. Der Pirat ist nur noch einer da, aber der wäre jetzt für uns jetzt da drunter. Sind so 3 Markierungen. Das sagt mir schon, dass wir da überhaupt keine Chance hätten, ne? Ja, 77 verschlechtert, weil wir dagegen geflogen sind. Wo ist denn jetzt mein Schiff? Da. Okay, jetzt mal hier weg.
Gut. Den Piraten hat es erwischt. Das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir mal gerade auf die Karte. Aber es gibt bestimmt hier noch nicht gelbes Zeug. Nee. Aber wir sollten darüber nachdenken, unser Schiff zu verbessern dafür. Und wir haben ja dieses Teil eingebaut. Das bedeutet, wir müssten eigentlich auch die Möglichkeit haben, weitere Waffen hier reinzubauen, ne? Da oben ist auch noch ein bisschen Platz. Nach Seltenheit. Der macht doch wohl gute Wumme, oder? Haben wir wieder keinen, das ist klar. Schiff ist schwach. Und der Raketenwerfer, geht er da auch noch hin? Nicht genug Slots für bewaffnete Geschütztürme, okay. Slots 2, gibt es auch einen mit ein? Bewaffnet. Geht der? Nö. Okay, dann wissen wir das auf jeden Fall auch. Aber wir können ja erstmal gucken, was haben wir denn hier überhaupt drauf? Da drunter ist auch noch einer. Okay, 172 DPS. Hier, der taucht doch nie, oder? Der Berg, ach, ist auch ein Bergbauer, okay. Klar taucht er nicht. Ja. Was machst du da jetzt, ne? 295, Reichweite ist klar. Gibt es da noch eine Waffe, die ich jetzt nicht sehe? Doch, ne? Ach, da sind noch welche. Bergbauer. Den entfernen wir mal gerade, in der Hoffnung, dass wir dann noch hier oben eine richtige Waffe dran machen können. Ein Slot ist wohl frei. Das ist jetzt hier grün, die 1. Schaden, DPS. Zwei Komma vier, 205. So, jetzt ist er da und wir sind aber trotzdem noch schwach. Okay, das reicht dann nicht, was wir da haben. Aber wir müssen noch einen Kanonier einstellen. Oder auch zwei. Aber sind trotzdem noch schwach. Schilde sind noch dran. Ja, okay. Integritätsfeldgenerator, so sieht's aus. Können wir mal da einbauen. Und da einbauen. Aber das hat uns jetzt auch nicht gebracht. Ah, Schilde, Titanium. Warte mal, ist hier das erste? Das ist Panzerung. Okay. Naja, dann können wir da mal Größe aufziehen erstmal. Breiter, nee, breiter aufziehen. So, und dann stand doch noch, nee, das nicht, das war's. Das Schild da machen wir mal hin und dann machen wir noch eins dahin. Und schon sieht es ein bisschen besser aus mit unserer Verteidigungsmöglichkeit, ne? Okay. Raus hier, raus, nee, raus da. Und jetzt müssen wir weiter gucken. Karte ist hier. Wo kommen wir hin? Nach da kommen wir. Ach, da kommen wir nicht. Ich würde mal hier hinfliegen wollen. Der Wissenschaftler. Okay, dann wollen wir da Mission der Wissenschaftler mal schauen, oder? Er fliegt schon hin. Okay, gut. Und weg sind wir.
Soweit sieht's gut aus. Ladebildschirm dauert. Hier sind nur böse Menschen. Dann lass uns mal schnell von wegfliegen. Hau ab, wir warten auf einen Freund. Ja, weiß ich. Deswegen fliege ich auch schnell weg. Ah, dauert zu lange, ne? Der wehrt sich auch nicht, ne? Mann, 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 ne. Ist doch schon wieder doof, oder? Noch ein Torpedo. Naja, vielleicht schaffen wir es jetzt weg. Ja, aber haben wir ordentlich Schaden einkassieren müssen, ne? So ein Shit. Weil der da nicht gesprungen ist, weil ja, er hat da Ladefehler. Da fliegt man dann noch wenigstens, oder? Ja. Okay, dann wollen wir mal gucken, was in dem Sektor los ist. Nichts ist hier los, ganz viele Türen und da gehen wir hin. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Jetzt gucken wir gerade noch auf der Karte. Ob wir hier schon unser Zeug haben. Nee, haben wir noch nicht. Alles klar. Bis dann. Ciao.